Guten Morgen, grüß euch. Ich mache heute Nussschnecken. Ich mag das ganz gern zwischen rein, was so ein bisschen was Trockenes. Ostern war ja wieder sehr füllig. Zwar mit der Joghurtorten, das ist auch nicht die Welt, aber trotzdem. Ich mache heute einen Quarkölteig und eine Nussfülle. Das ist eigentlich relativ einfach. Den Tag tun wir dann ausrollen, mit der Nussfülle bestreichen, einrollen und Schnecken abschneiden. Das einmal zu dem Teil. Dann habe ich Mehl mit Backpulver und ein bisschen Salz. Ich schreibe natürlich das ganz genaue Rezept wieder ein. Gell? Dann haben wir einen Staubzucker, einen Vanillezucker und Zitronenschale. Dann kommen eine, zwei Eier. Ein Öl. Und der Quark darf natürlich nicht fehlen. Und das tun wir jetzt, ein bisschen Öl auf die Seiten kommen, das tun wir jetzt schön zu einem Tag verrühren. Ich tue das jetzt, ohne dass ich die Kamera einschalte, weil das ist wieder so laut. Dann kriege ich immer wieder Kommentare, dass das unhygienisch ist, Brillen auf, Brillen ab. Ich weiß nicht, schreiben das Leute, die keine Brille brauchen, aber das ist wirklich total schwierig. In der Nähe sehe ich nur mit der Brille und in der Weiten sehe ich mit der Brille nichts. Das ist mein Problem, was ich habe. Jetzt muss ich immer Brillen auf, Brillen ab. Es tut mir wirklich leid, aber es ist leider so. Das wollte ich jetzt nur einmal dazu gesagt haben, weil ständig irgendjemand schreibt, dass das unhygienisch ist oder das geht ihnen auf die Nerven. Brillen auf, Brillen ab. Es geht leider nicht anders. Ich bin leider in dem Alter, wo man nicht mehr alles ganz gut sieht. Ich mache jetzt den Tag und dann richte ich das gleich für die Fülle her und dann machen wir zusammen die Fülle. Gell? Bis gleich. Ich habe jetzt da den Tag gemacht. Ich muss jetzt dazu sagen, ich tue immer zuerst die Zutaten verrühren. Die flüssigen, ein bisschen Mehl und den Zucker und das alles. Und wenn das glatt verrührt ist, dann tue ich immer das Mehl dazu. Das habe ich jetzt zuerst vergessen. Weil es sind 600 Gramm Mehl, also 60 Decker. Und einen ganz kleinen Teil habe ich vorher schon reingetan. Und dann zum Schluss tue ich mit dem Knethaken den Rest Mehl dazu und lasse den Teig kneten. Auf kleiner Stufe, Entschuldigung, ich habe da irgendwas. Auf kleiner Stufe. Und dann zum Schluss nochmal ein bisschen auf ganz starker Stufe, aber nicht zu fest, weil sonst wird er klebrig. Ich habe jetzt da die Milch, schalte sie doch nochmal ein bisschen ein, die wird jetzt da erwärmt, jetzt kocht sie eh schon. Muss aber nicht kochen. Dann tun wir da einen Zucker dazu, dann tun wir ein bisschen an Zimt dazu. Wer will bitte Rosinen? Die will ich gar nicht. Aber das kann jeder machen, wie er will. Und jetzt werden wir da die Nüsse einrühren. Vom Herd weg, da gehen wir es nicht kochen. Und viele tun auf den Teig eine Marmelade aufstreichen und dann die Nüsse auf. Ich tue das auch ein bisschen anders. Ich tue die Marmelade gern schon in die Fülle rein. Ich finde immer, das schmeckt total gut. Da könnt ihr es hernehmen, was ihr von Marmelade gerade habt. Das ist total wurscht. Und wie viel es wollt, das ist auch wurscht. Es soll schon noch zum Streichen gehen, also ganz flüssig soll es nicht sein. Aber die Marmelade ist ja von Haus aus nicht flüssig. Und das muss ich sagen, das tue ich jetzt eigentlich ganz gern. Aber wer meint bitte die Marmelade, wieder Brille auf, Brille ab,
wer die Marmelade auf den Tag streichen will, der soll sie auf den Tag streichen. Ich tue jetzt den Rest noch dazu, weil das ist dann leider zu leicht. Ich bin überhaupt eine, die was oft ganz gern nicht alles gleich dazu tut, sondern ein Teil und mir dann die Konsistenz anschaue und dann tue ich den Rest dazu. Also wer auch will, bitte Rosinen oder man kann auch ein paar Mandelplatteln rein tun dazwischen, dann hat man den Crunch nachher. Das kann bitte jeder machen, wie er will. Die Fülle soll halt schon noch schön zum Streichen gehen, gell? Also ich habe so ein Problem mit dem Tag. Ich lasse das jetzt ein bisschen ankehlen und dann machen wir zusammen in die Schnecken. Gell? Geht euch dabei. Ich habe jetzt den Tag ausgerollt, in der Größe ungefähr. Geht ganz einfach. Der klebt nicht und gar nichts, da braucht es nicht einmal ein bisschen. Also ich habe zuerst ein Mehl aufgetan aufs Brettl, aber eigentlich hat es das gar nicht gebraucht. Und das Backerl habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft. Das ist sowas für Trockheißluft, ganz leicht. Jetzt tun wir die Nussfülle auf. Das geht natürlich auch mit einer Mohnfülle, gell? Das ist schon mal ganz logisch, da braucht man gar nicht zwei Drittel. Ich hoffe, es sechst es so. Ganz bestreifen, weil zum Schluss quillt euch noch die Nussfülle raus. Wenn sie es ganz heroben packt. So, jetzt rollen wir das Ganze ein. Da könnt ihr es jetzt schön zumachen, wenn die Fülle nicht rausquillt. Dann nehmen wir ein scharfes Messer. Schön so Nussschneckenohr schneiden. Das könnt ihr es dick machen, wie ihr es wollt. Ich mag es jetzt nicht so wahnsinnig dick. Da ist eh Fülle genug. Gerade nicht bis ganz zurücktun, gell? Es sind quillt euch da auf der Seite, da oben überall die Fülle raus. Das ergibt eh zwei Blech. Aber die kann man natürlich auch einfrieren, gell?
machen wir schöne Schnecken. Und dann, ich schaue auf die Uhr, wie lange sie brauchen, ist jetzt so vielleicht 35, 40 Minuten, schauen wir mal. Und dann zeige ich sie euch und dann tun wir sie ein bisschen mit Marmelade bestreichen. Und dann machen wir noch eine Zitronenglasur, das finde ich besonders gut. Wer die Zitronenglasur jetzt nicht so gern mag, soll einfach mit Marmelade bestreichen und vielleicht ein paar Mandelplatteln auf oder auch gar nichts. Die Zitronenglasur, also die Marmelade, die tun wir ein bisschen aufkochen, dass sie flüssig wird, dass man sie schön aufstreichen kann. Und die gilt eigentlich, also die ist für das da, dass das Gebäck nicht so austrocknet. Das finde ich recht gut und gibt noch ein bisschen Süße und es schmeckt einfach oder ein bisschen Säure. Ich habe so ein Holundergelee, das gibt ein bisschen Säure, das mag ich recht gern. Und ich mag aber wirklich die Zuckerglasur auf solche Sachen, weil die Nüsse ja eigentlich jetzt nicht so erfrischend sein, sondern eher ins Muffig, jetzt möchte ich nicht sagen, aber jetzt nicht so wahnsinnig erfrischend. Und so eine Zitronenglasur ist einfach immer was Gutes. Ich backe jetzt, schaue genau, wie lange ich brauche und mache nachher noch das zweite Blech und bei der Glasur bin ich wieder bei euch. Gell? Tschüss derweil! Die schauen super lecker aus. Zeig's euch. Den zweiten habe ich schon drin. Total gut schauen wir aus. Und jetzt tun wir, ich habe jetzt eine Marmelade erhitzt, dann wird sie eh relativ flüssig. Wenn ihr das nicht habt, also eine flüssige Marmelade, tut einfach ein bisschen Wasser dazu. Dann wird sie auch flüssig. Das tun wir jetzt schön bestreichen. Einfach so antupfen. Ich meine, das allein reicht auch schon, weil es einen schönen Glanz hat. Wer jetzt das andere alles nicht mag, muss es auch nicht, weil das einfach schön ist. Das schaut so appetitlich aus, wenn es ein bisschen glänzt. Und hat nebenbei nur den Effekt, dass es eben nicht so austrocknet und einen guten Geschmack. Das sind einfach Sachen, die was eigentlich fast jeder daheim hat. Und wenn halt einmal überraschend ein Besuch kommt, oder, dann muss ich sagen, sind das so dankbare Sachen. Ein Backtel Topfen und vielleicht ein Backtel Nüsse hat bald einmal jemand daheim. Öl und Milch wahrscheinlich auch. Und dann kommen eigentlich ganz simple, selber gemachte Sachen zum Kaffee machen. Da muss man nicht in die Bäckerei fahren und einen Haufen Geld ausgeben, für das, dass das alles die meisten Backmischungen sein. Und da muss ich sagen, hat man wirklich, da weiß man, was drinnen ist, und man hat es selber gemacht, und dann hat man aber schon eine Freude auch, muss ich sagen. Ich lasse jetzt das gerade ein bisschen antrocknen, und dann machen wir die Zitronenglasur. Und dann sind wir fertig. Gell? Bis gleich. Ich habe jetzt da 4 Esslöffel Staubzucker und bitte lasst euch Zeit mit dem Zitronensaft, weil es wird euch wundern, wie wenig mein Zitronensaft da braucht. Schaut es euch zuerst an. Ich tue jetzt da gerade noch ganz ein bisschen dazu, dass es sich leichter aufstreichen lässt. Braucht sicher, bei 4 Esslöffel Staubzucker braucht sicher
keine halbe Zitrone. Also ein Saft von einer halben Zitrone, gell? Da. Den Pinsel noch die Marmelade rein. Und das macht es nur so mit Pinsel einfach ein bisschen aufstreichen. Aber dazu darf es einfach nicht zu fest sein, weil sonst lässt sich es nicht streichen. Ja, die Nussen ein bisschen aufpassen, weil die bleiben dann kleben. Es muss ja auch nicht die ganze Schnecken weiß sein. Wenn Sie schaut bei den Konditor, ist das auch nicht perfekt oben. Erstens rinnt es ein bisschen noch, tut sich ein bisschen gut verteilen. Aber es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich finde, ich mag das gern, wenn Leute kommen und die sagen, man, hast du das selber gemacht. Oder sicher, wenn man einmal eine schöne Torte hat und sie sagen, wo hast du die gekauft, dann freut man sich auch. Das ist einmal ganz klar. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, selber gemacht ist selber gemacht. So, ich zeige euch das jetzt noch einmal. Ich muss mir gerade die Handschuhe holen. So schaut das jetzt aus und die schmecken einfach hervorragend. Macht sie sie nach. Habe es gesehen, ist kein Schwierigkeitsgrad. Ich meine, das ist, es geht nicht alles ratzfatz, wenn man was kurz am Tisch haben will, dann muss man auch mal ein bisschen Zeit haben. Aber es geht relativ schnell, muss ich sagen. Und es ist ein ganz einfacher Tag zum Verarbeiten. Also überhaupt keine Schwierigkeit, der bleibt nicht picken und nicht. Wenn er sich vom Kessel löst, dann passt es schon. Es ist eigentlich fast bei jedem Tag so, der was sich vom Kessel löst, der ist okay. Picken darf er nicht. Geht leicht zum Auswollen, die Nussfülle ist gar nichts dabei. Und Ergebnis lässt sich sehen, glaube ich. Ich wünsche euch jetzt noch ganz einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Frühling. Ich meine, es gibt ja eh wieder Videos, aber momentan ist es einfach so, so schön. Ich liebe die Narzissen und die Tulpen. Und wenn es grün wird, wir haben jetzt ein halbes Jahr Winter gehabt und jetzt reicht es, würde ich sagen. Und jetzt geht es dann wieder Richtung Sommer. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Pfiat euch!